Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Beta 18 und sind in der zweiten Staffel. Wird erstmal ordentlich genommen. Hier der Joel haut sich ein paar Beeren rein. Beeren sind lecker. Und hier oben ist Kena dabei, den letzten Teil unserer schönen Mauerverstärkung fertigzustellen. Aber ich glaube mal... Forschung abgeschlossen. Geothermale Energie. Yay. Schauen wir doch mal, was wir als nächstes machen können. Multi-Analysator klingt ziemlich gut. Ich denke mal, das werde ich jetzt hier auch machen. Weil gerade so coole Sachen wie Kryo-Schlafkapsel und Energierüstung und so Zeug. Ja, ne? Tiefenbohrung, was auch immer es sein mag. Also erstmal Multi-Analysator rausballern. Dann haben wir hier Löschschaum. Löschschaum ist jetzt auch nicht die schlechteste Idee. Aber hier sind so ein paar richtig coole Sachen irgendwie. Schiff Kryo Schlafkapsel. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Na egal, gucken wir doch mal. Jetzt müssen wir erstmal diesen Multi-Analysator basteln. Da freuen sich dann unsere Forschungswilligen. So, ich denke mal, das hier kann man alles wegtun. Räumt doch schon mal weg, Jungs, Mädels. Ihr habt doch gerade eh nichts anderes zu tun. So, wir haben jetzt hier Schiefer als Außenwand. Ich denke mal, das werden wir auch weiter tun. 85. Oh, wir haben da noch richtig viel Schiefer. So. Nein, das wollen wir jetzt eigentlich nicht hier. Gleich mal die fette Mauer hier noch aufrüsten. Da fragen sich dann natürlich alle Besucher so, Alter, was erwartest du hier? So die Mega-Angriffe oder sonst was. Aber es hat sich gezeigt, dass die Besucher, die wir nicht so mögen, was das angeht, doch immer etwas kreativer sind. Und dann halt irgendwie mit Sprengstoffen oder sowas vorbeikommen, was ich nicht so schön finde. Das heißt, wir widmen uns dann erstmal der Tatsache, dass hier so ein bisschen verstärkt werden muss. Okay, gucken wir mal hier. Was haben wir noch? Schiefer. Wir haben hier sehr viel Schiefer. Ich denke mal, ich werde den einfach abbauen. Ist dann auch nicht so weit weg von zu Hause. Und sieht auch ganz nett aus. Also ich finde so diese schwarze Außenmauer irgendwie ganz nice. Na Major, was hast du vor? Okay, erstmal ein bisschen ferngucken für heute Abend. So leicht entspannen. Den Tag genießen. Gucken wir mal irgendwie eine lustige Militärsendung oder so. Der guckt bestimmt irgendwie so Militärkomödie oder sowas. Während sich Raven schon mal hinlegt und auf ihn wartet. Oh, da kommt das Vergnügen gleich nochmal hoch. Schön. Leichte Schmerzen. Was hat er denn eigentlich? Eine Bissnarbe, okay. Ja gut. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Innen drin sind es gemütliche 20 Grad, also alles gut. Raven, was wünschst du dir denn so von deinem Leben? Ist eigentlich sehr glücklich. Also ich glaube mal, Raven ist somit einer der glücklichsten Kolonisten hier. Kena hat natürlich ihr Problem mit der Depression. Fühlt sich nicht gut. Och komm, leichte Schmerzen. Aber das hier ist schon tausendmal besser als alles, was so vorher war. Oh, Waffenhändler von die Rosa Ezee-Gruppe. Das ist ja mal cool. Okay, Vicky, bist du noch wach? Du könntest mit denen ein bisschen verhandeln, wenn sie hier vorbeikommen. Wo sind die denn? Hallo? Oh, wow. Oh shit, haben wir genügend... Ich glaube nicht, dass wir genügend Betten für die alle haben. Alter, wie viele sind das denn? Ist ja schlimm. Wahrscheinlich nicht genug Betten. Ja, ich fürchte es. Extrem niedrige Erwartungen. Es ist heiß, okay. Rauschmittelinteresse. Die sind irgendwie alle scharf auf Rauschmittel. Ich weiß ja auch nicht. Rauschmittelinteresse? Unerschütterlich. Okay. Pyromane, ne? Das ist ja auch mal toll. Also wir haben... Okay, der steht auch irgendwie auf Rauschmittel. Alter Schwede. Meine Güte, Leute, was habt ihr denn hier für Leute, Freaks, die hier rumrennen? Was ist das denn? Ein toter Steinbock? Boah. Da hat die Natur zugeschlagen, ich merke das schon. Naja, aber bis die hier sind, vergeht noch etwas Zeit, da kann ich die Kolonisten pennen lassen. Kein Grund, die jetzt aufzuwecken. Weil die kommen ganz bestimmt bei uns vorbei.
zieht ihr nur durch? Okay. Dann werde ich wohl mal die gute Raven aufwecken müssen. Mal eben mit Wahl handeln. Bevor die hier jetzt abhauen. Die haben auch Wölfe dabei. Vielleicht verkaufen sie ja einen. Was ist denn das für einer? Ist das ein männlicher? Oh ja. Puh, vielleicht können wir den Timberwolf kaufen. Das wäre geil. Das fände ich sehr schön, wenn wir das könnten. Was eine mega Gruppe. Alter Schwede. Hallo, hier kommt das Silber. So, was verkauft ihr uns denn Schönes? Also Sharon können wir nicht verkaufen. Timberwolf, männlich. Oh, das ist cool. Der ist 9. Den können wir tatsächlich kaufen. Geil. Ich glaube mal, den kaufen wir wirklich. Und wir verkaufen euch ganz viel Bier. 188 Bier. Okay. Was habt ihr noch Schönes? Ich glaube mal, ich verkaufe dieses Syngarn-Zeug. Polarfuchs-Felljacke. Okay. Ist für kaltes Wetter. Naja, das ist irgendwie so ein bisschen sinnlos. Ich verkaufe den ganzen Schrott, den kein Mensch braucht. Stammeskopftücher brauchen wir eigentlich nicht. Kriegsschleier aus Kamelhaar. Oh Gott. Nee. Also ich denke mal, das läuft ganz gut. Ja, weg damit. Diese Syngarn-Dinger sind ja sowieso kaputt, damit kann man nichts mehr anfangen. Das ist leider ein bisschen blöd. So. Wildschweine wollen wir nicht verkaufen. Boomratte wollen wir nicht einkaufen. Aber so läuft das doch ganz gut. Zank. Jetzt müssen wir nur noch das Geld wiederholen. Aber hey, cool. Weiterer Hund. Chansa heißt der. Okay. Da kennen wir jemanden, der erstmal trainiert werden muss. Cool. Jetzt haben wir endlich einen männlichen Wolf. Vielleicht gibt das ja ein bisschen Wolf-Nachwuchs. Fände ich schön. Ich meine, sie ist erst 3, da können wir noch eine Menge machen irgendwie. Coole Sache. Das freut mich jetzt. So, Raven. Ah ja, du kümmerst dich erst um den Besucher. Und die haben tatsächlich unser gesamtes Bier gekauft. Hier alles weg, ist nichts mehr da. So hart. So, was haben wir denn hier noch? Das wird auch verbraucht. Haben wir jetzt noch irgendwie... ja, hier ist noch eine Menge Zeug übrig, du lieber Himmel. Okay, das werden wir jetzt verbrauchen müssen. Sehr viel Bierwürze basteln. Weil wir brauchen ja neues Zeug. Nährstoffpaste. Mal gucken, wie gut wir Chansa dann tatsächlich trainieren können. Aber hey, immerhin, kleine Wölfe kriegen wir vielleicht dann doch irgendwie gebacken. Das wäre schön. So, dann brauchen wir hier noch ein bisschen Möbel. Ein Tierbett. Vielleicht sollten wir auch die Scheune mal so ein bisschen aufrüsten, dass die Tiere hier schlafen möchten. Was haben wir denn hier so? Böden? Was haben wir denn an Bodenkram noch? Granit? Sandstein? Machen wir Marmorboden? Ich glaube, wir machen gerade Fliesen hier rein.
Dann müssen wir natürlich noch ein paar Granitbrocken bearbeiten, aber das ist jetzt nicht so das Thema. Wir haben ja genügend Leute, die das dann gerne tun wollen. Sich darüber freuen, wenn sie sowas tun dürfen. Oh, und die Wand hier nimmt schon richtig Gestalt an. Krass. Finde ich jetzt mal sehr sympathisch. Joel bastelt hier schon die nächsten Vorräte an den Dings ran. Yay. Unsere doppelwandige Killerwand hier. Okay, was wird das jetzt hier, Leute? Okay, Trogo muss warten. Geht die Tür nicht auf. Bleibt ihr als Besucher? Mal gucken. Nee, wollen sie wohl nicht. Also ich denke mal, wenn man nicht genug, Leute hat, also nicht genug Platz für alle, dann kommen die hier nicht als Besuchergruppe. Naja, vielleicht kriegen wir demnächst mal wieder kleinere Gruppen. Aber das hier sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Finde ich sehr schick. Unsere Doppelwand. Ah, und Cebo versucht sich an Chaucer. Der hat erstmal nicht so viel Bock. Es ist okay. Ne? Wir wollen das jetzt mal nicht so eng sehen. Warte mal. Nee, Platz hätten wir eigentlich auch. Das ist so, ich verstehe das noch nicht so recht. Das System. Wie viel Kräutermedizin haben wir denn momentan auf Vorrat? 288, na, das sollte erstmal eine Weile reichen. Ah, hier kommt schon Kina, die dann ordentlich Blöcke bastelt. Und noch mehr Blöcke bastelt. Ganz viele Blöcke. Okay. Kein Problem. Und hier holen wir uns erstmal Reis vom Feld. Weil Reis ist lecker. Und wir brauchen noch mehr, sehr viel mehr Bierwürze. Wobei, das hier alles mal so zu verarbeiten, das hält jetzt nicht mehr so ewig. Aber das macht ja auch nichts. Schlechte Maschinenpistole. Stimmt, ich könnte eigentlich mal demnächst dann eine neue Knarre herstellen lassen. Was ist denn ein Präzisionsgewehr? Da steht ja leider nicht so dran, was das Ding dann am Schluss kann. Das ist so ein bisschen ätzend. Wir haben hier so viel Heu. Wahnsinn. Tiefgekühltes Heu. So, Nova, wie wäre es, wenn du so mit Chaucer so ein bisschen Spaß hättest? Kleine Wölfe produzieren und so? Hätte ich jetzt nichts gegen. Kannst du gerne mal eine Runde ran? Hey, aber immerhin, wir haben einen Timberwolf hergekriegt. Das ist ja schon mal ein Anfang. Es lässt mich hoffen, dass das auch weiterhin funktionieren kann hier. Okay, Stahlwand. Fragt sich, ob es nicht sinniger wäre, die mal abzubauen, das hier etwas zu verkleinern. Damit wir, wenn wir die Wand verdoppeln, nicht so viel außenrum basteln müssen. Raven baut hier gerade mal eben den Boden. Mal gucken, wie weit sie bei Konstruktion jetzt inzwischen ist. Planetenweit bekannter Meister. Okay. Die wird hier noch der richtig krasse Bauhit. Aber ihr könntet hier ruhig mal weitermachen, Leute. Ich meine ja nur. Ah, Raven kümmert sich jetzt erstmal um Sharon. Wie gut sind die jetzt eigentlich?
befreundet, okay. Immerhin 100. Stärkere Schmerzen, was hat er denn? Schnittnarbe vom Kurzbogen, okay. So jung und schon irgendwelche Probleme, meine Güte. Okay, was ist bei dir? Oh, ich meine, die Punkte gehen hoch. Wir sind jetzt mal nicht schlecht drauf, was das angeht. Wie ist es bei ihr? Sozial 5? Ja, doch, demnächst haben wir die nächste Stufe. Und das ist hier schon auch fast fertig. Meine Güte. Da freuen sich die Tiere. Hoffentlich. So, die Handelskarawane zieht weiter, aber wir haben ja das Wichtigste runtergeholt. Wir haben unseren schönen kleinen Wolf. Und dann auch noch ordentlich dadurch Gewinn gemacht, dass wir so viel Bier produziert hatten. Es ist echt so witzig. Oh, hier ist ja schon wieder welches. Das kommt immer so schön hinterher, das Bier. Da muss man gar nicht viel tun. Also unsere 5-Fass-Politik hier, die funktioniert hervorragend. Oh, jetzt ist die Scheune schon durchschnittlich, dadurch, dass wir einfach nur einen Boden reingelegt haben. Okay. Kann man nicht meckern. Naja, vielleicht schlafen dann die Tiere hier auch mal ein bisschen motivierter drin. Aber die flüchten ja ganz gerne. Vielleicht ist das für die Tiere auch ganz wichtig, dass ihre Umgebung schön ist. Na? Jetzt fehlt hier nur noch das Schlafteil. Okay. Langweilig, 29. Sollen wir jetzt hier auch noch Deko reinstellen, damit die Scheune schöner wird, oder was? Oh. Durchschnittlich 40, okay. Naja, das ist doch schon mal was. Vielleicht fühlen sie sich dann hier ganz wohl. Ach ja, doch, gefällt mir. Das ist jetzt schon ein bisschen besser so. Hier wird dann nochmal ordentlich gebraut und gewerkelt. So, ich wünschte allerdings, ich könnte das Problem hier irgendwie lösen. Ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wo jetzt das Problem liegt. Weil die nötigen Fähigkeiten wären da, das Neutramin haben wir auch. Und Joel, der ist handwerkstechnisch nicht begabt genug, um ungemütlich. Okay. Der ist hier einfach nicht begabt genug, um da irgendwas zu machen. Das ist schon so ein bisschen blöd. Ah, Moment, ich muss die Tiere ja noch passen. Hier, Tiergebiet bitte. Sonst rennt der ja hier irgendwie überall rein. Das wollen wir auch nicht. So, warte mal, das Tiergebiet müsste ich aber hier auch mal anpassen. Das macht nämlich irgendwie keinen Sinn. So, mal ein bisschen Tiergebiet wegnehmen, nämlich hier draußen. Wieso auch immer das Tiergebiet war, keine Ahnung. Das braucht man nicht mehr. Ich glaube mal hier so außen, direkt dran an diese
schussgefährlichen Dinge muss jetzt auch nicht sein. So. Schon sind die Tiere ein bisschen aufgeräumter. Ach ja. Und unsere kleine Kolonie kommt jetzt wieder zur Ruhe. Das heißt, das ist wieder der Moment, an dem ich mich von euch verabschiede. Wir haben so ein bisschen Fortschritt gemacht. Hier, guckt mal, die Mauer ist ganz nett geworden. Hier muss ich noch eine zweite Tür reinmachen. Aber es wird... Wir haben einen zweiten Timberwolf namens Chaucer, der allerdings jetzt erstmal Dinge lernen muss, fürchte ich. Weil, nun ja, der ist jetzt nicht so begeistert. Oh, gehorsam kann er jetzt schon. Dann lernen wir doch mal Leine lösen. Der Besitzer von ihm ist Joel. Okay, da freut sich der Joel. Dann hat er nämlich auch ein Haustier. Ich glaube mal, das ist etwas, was die meisten ganz gut finden. Aber, nee, ihm sieht man das noch nicht so an. Macht ja nichts. Aber okay. Vielleicht gibt's ja irgendwann mal so kleine Timberwölfe. Darauf würde ich mich ja schon mal sehr freuen. Mal gucken. Aber das sehen wir dann das nächste Mal. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Hat mich gefreut, dass ihr wieder reingeguckt habt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis denn und tschüss.